ISports TV ist heute in Hamburg in der Ritze und wir treffen Alexander Petkovic, den Manager von John Bielenberg. Alexander Petkovic, du bist neben Atagasal mit der wichtigste Mann an Johns Seite. War es viel Arbeit, ihn zu betreuen während der schwierigen Zeit ohne Sport? Ja, John ist ein junger Kerl, den wir im Griff haben. Der Junge ist begeistert vom Boxen. Er tut auch alles für seine Karriere. Er weiß auch, was er vorhat und was er schaffen kann. Und der ist eigentlich ganz, ganz leicht zu führen. Wie schwer ist es als Promoter durch diese Zeiten zu kommen? Du hattest einen Partner, Pit Klein, der musste auch aufgeben zurzeit. Haltet ihr durch? Was gibt es da zu berichten? Es ist eine sehr schwere Zeit. Jeder ist betroffen worden, auf jeden Fall. Wir werden nicht aufgeben, das sage ich. Wir werden bis zum Schluss kämpfen, auf jeden Fall. Und es kommt darauf an, wie lange das anhält. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwann jetzt Ende des Jahres die erste Gala wieder starten können und dass die Jungs wieder aktiv sind. Das wird auf jeden Fall freuen, ja. Zurück zu John Bielenberg. Wie schätzt du sein Talent ein? Ist es für ihn auch irgendwann mal möglich, dort zu boxen, wo du warst, auf dem Niveau? John Bielenberg ist für mich auf jeden Fall einer der größten Talente, was ich in den letzten 20, 30 Jahren gesehen habe. Und ich bin mir sicher, der Junge hat alles, was einen Weltmeister auszeichnet. Und wenn er fleißig dabei bleibt und bodenständig, wird er auf jeden Fall irgendwann mal auch was ganz Großes boxen können. Definitiv. Zuletzt noch eine Frage zu den Plänen. Gibt es Neuigkeiten zu berichten? Hast du für die Lübecker Fans Hoffnung, dass es mittelfristig mal einen Kampf in Lübeck geben könnte? Auf jeden Fall. Du, wir sind jetzt am Planen. Wir werden erstmal jetzt München angreifen, vielleicht auch zwischendurch was in was Kleineres hier im Norden was machen. Aber wir planen auf jeden Fall mit John eine deutsche Meisterschaft in Lübeck, auf jeden Fall. Wir drücken euch die Daumen. Ganz toll, vielen Dank. Vielen Dank. Soweit die Eindrücke aus Hamburg, Markus Karben, HL Sports TV.